Drama um Deutschlands derzeit besten alpinen Rennläufer Felix Neureuther. Der 33-Jährige zieht sich beim Training in den USA einen Kreuzbandriss im linken Knie zu. Damit kann er nicht zu den Olympischen Winterspielen nach Pyeongchang. Deutschlands Skistar Felix Neureuther hat sich im Training in den USA einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und muss seine Hoffnungen auf eine Medaille bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang, 9. bis 25. Februar, begraben. Das teilte der 33-Jährige bei Facebook mit. Das bedeutet für mich, dass die Saison gelaufen ist, sagte ein sichtlich mitgenommener Neureuther. Ich werde morgen nach Hause fliegen und dann operiert werden. Neureuther hatte erst vor 2 Wochen mit dem Sieg beim ersten Slalom der Saison im finnischen Levi seinen 13. Erfolg im Weltcup gefeiert. Für das nächste Rennen, den Riesenslalom am 3. Dezember in Beaver, bereitete sich Neureuther in den USA vor. Der WM-Dritte im Slalom war bisher bei Olympischen Spielen ohne Edelmetall geblieben. Hinfallen ist keine Schande, nur liegen bleiben, erklärte Neureuther weiter, wenn man es positiv sehen will, ich kann jetzt sehr viel Zeit mit meiner kleinen Tochter verbringen. Erst am 14. Oktober hatte Neureuthers Freundin Miriam Gössner die gemeinsame Tochter Mathilda zur Welt gebracht. Zum Saisonstart hatte dies Neureuther beflügelt. In Levi gewann er seinen 11. Weltcup-Slalom, der erste Weltcup-Sieg seit Februar 2016. Die Familie gibt mir den perfekten Rückhalt, hatte Neureuther nach seinem Erfolg erklärt. Ich habe eine großartige Tochter, eine großartige Familie. Ich fühle auch nicht so großen Druck. In den vergangenen Jahren hatte Neureuther vor allem mit langwierigen Rückenproblemen zu kämpfen. Quelle: n-tv.de